Hallöchen, Freunde, und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play, das Testament von Sherlock Holmes, beziehungsweise das Testament des Sherlock Holmes, hier bei Lehrer Let's Plays. Und es geht in die nächste Folge rein. Und zwar, wir haben ja mit dem Wissenschaftler, mit dem Schielmann hier gesprochen. Naja, Wissenschaftler ist übertrieben, das ist ja eher so ein kleiner Giftmischer. Und jetzt sollten wir mal schleunigst zum Direktor und ihn warnen, was der Herr Schielmann davor hat. Deswegen gehen wir da mal schnell hin. Hier müsste es sein, ne? Jawohl. Und da können wir ruhig mal ein bisschen laufen. Und hier vorne durch die Tür durch. Und da ist er auch schon. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass dein uneheliches Kind den Namen Patterson tragen wird. Du weigerst dich immer noch, mir zu verraten, wer der Vater ist. Ja, geh ruhig zu ihm. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich kann nicht. Direktor, Sie müssen Ihren kleinen Familienzwist leider auf später verschieben. Wir haben Grund zur Annahme, dass hier im Gefängnis etwas ausgeheckt wird. Wir müssen sofort handeln. Denken Sie da etwa an... Ja, Schielmanns Anspielungen waren eindeutig. Ganz offensichtlich plant er einen Ausbruch. Wir würden Ihnen dringend raten, seine Zelle durchsuchen zu lassen. Glauben Sie wirklich, dass er etwas versteckt? Ich muss nämlich für eine Durchsuchung Meldung machen und brauche dafür einen triftigen Grund. Direktor, dieses Gefängnis ist nur noch dank seines Rufs in Betrieb. Denken Sie nur an die Folgen eines geglückten Ausbruchs. Man würde es sofort schließen. Und welchen Posten würde man wohl in Zukunft der Person zutrauen, die für diesen Ausbruch verantwortlich gemacht wurde? Sie haben recht. Niemand bricht unter der Leitung von Patterson aus Westgate aus. Ich werde sofort eine Durchsuchung von Mr. Schielmanns Zelle veranlassen. Oberwärter James meldet sich zum Rapport. Die Durchsuchung der Zelle von Häftling Hans Schielmann ist abgeschlossen. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Danke, Oberwärter James. Jetzt geht es mir besser. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Mr. Holmes, ich bin froh, dass Sie sich geirrt haben. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Sollen wir gehen, Holmes? Eine Sache will ich noch erledigen, Watson. Und was? Entschuldigen Sie bitte die Störung, Mr. Holmes, aber Miss Jenny möchte Sie unter vier Augen sprechen. Sie erwartet Sie in Ihrem Büro. Das, Watson. Woher wussten Sie das? Warten Sie in der Wachstube auf mich. Es wird nicht lange dauern. Was für ein außergewöhnlicher Gentleman, dieser Sherlock Holmes. Sie haben bestimmt schon viele Abenteuer mit ihm erlebt. Oh ja, Dutzende. Ich dachte immer, er sei unfehlbar. Aber in der Zelle des Rattentöters war nichts Auffälliges zu finden. Ob er sich geirrt hat? Ich muss zugeben... Wärter Brighton, kommen Sie sofort in mein Büro. Das ist ein Befehl. Der Direktor scheint außer sich vor Wut zu sein. Ja, es muss ziemlich wichtig sein, wenn er Brighton befiehlt, seinen Posten zu verlassen. In seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Haben Sie das gehört? Ja, und das ist nicht normal. Ich habe Flint noch nie so schreien gehört. Aber warum löst O'Sullivan nicht den Alarm aus? Kommen Sie, Mackenzie, sehen wir nach. Ich komme mit. Nein, Dr. Watson, Sie dürfen da nicht runter. Warten Sie hier auf mich. Nun gut. Was geht da vor sich? Aber das Gitter ist verriegelt, Oberwärter. Wir sind eingesperrt. Und dieser Rauch, er kommt von unten. O'Sullivan, kannst du mich hören? Sully, bist du am Leben? Antworte mir, Sully. Was ist los? Kann ich Ihnen helfen? Lösen Sie den Alarm in der Wachstube aus. Damit sollte sich die Tür entriegeln lassen. Beeilen Sie sich, O'Sullivan ist vielleicht in Gefahr. So, dann sind wir jetzt in der Rolle von dem Watson und dann sollten wir mal schnell den Alarm hier auslösen. Hier kommt der Rauch schon überall rein. Das heißt, fix kann man das nicht von hier aus machen. Ah, kann man scheinbar nicht. Was ist das hier? Danger, okay, das scheint nur so ein Stromkasten zu sein. Tja, wo können wir denn hier den Alarm auslösen? Das war doch hier vorne, ne? Jawohl, das müsste der hier gewesen sein. Ah, war ja natürlich klar. Tja, was machen wir nun? Dann gucken wir nochmal, was
können wir hier mit der Tür machen? Abgeschlossen. Abgeschlossen, Alarm funktioniert nicht. Ja, super. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell zum Wärter, zum Direktor und fragen den, was wir hier machen können. Die Tür ist abgeschlossen. Geschrei und Weinen ist zu hören. Da drinnen spielt sich gerade eine Familientragödie ab. Sie werden mich nicht hören. Ja, super. Das klappt ja ganz, ganz toll. Tja, was machen wir nun? Tja. Haben wir hier sonst noch irgendjemanden? Was ist hier noch? Hier ist nichts. Nee, das ist alles nichts. Da müssen wir nochmal wieder... Irgendwas müssen wir noch übersehen haben. Hier auf dem Tisch ist da nicht irgendwie was? Die Wachen müssen... Wann hier können wir mit dem noch reden? Hey, worauf warten Sie noch? Lösen Sie den Alarm aus, Doktor. Das geht leider nicht. Da ist irgendetwas kaputt. Ich informiere umgehend den Direktor. Nein, Doktor, wir müssen unbedingt O'Sullivan helfen. Gehen Sie durch den Besucherkorridor und schauen Sie, ob er Ihnen antwortet. In Ordnung. Nehmen Sie den Schlüssel, er muss in der Wachstube sein. Alles klar. Alles klar, der Schlüssel muss in der Wachstube sein. Die Wachstube, war das Ding hier? Oder war das das, wo wir gerade waren? Gucken wir mal. So, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Hier sind Handschellen. Aber kein Schlüssel. Was ist das hier? Ist er das? Jawohl, da haben wir den Schlüssel. Und dann geht's mal runter durch den Besucherkorridor. Und dann auf die Tür. Ja, nimm doch die Schlüssel, die du eben hattest. Funktioniert nicht. Nutzlos. Wie? Diese Tür ist mit einem Zeitschloss verriegelt, aber die Tür unten nicht. Geben Sie mir den Schlüssel, schnell. Funktioniert. Ja, dann... Nutzlos. Diese Ja, ist... Dann komm her. Ah ja, okay, das Werfen geht. Ich habe den Schlüssel, Doktor. Danke. Folgen Sie mir, okay, Watson. Den unten, den geht's wohl noch gut. Reparieren. Endlich. Da sind Sie ja, Holmes. Gut, und der Sherlock, der will sich um das Alarmsystem kümmern, beziehungsweise wir, weil wir den Watson steuern. So. Dann schauen wir mal, wie wir das machen können. Watson? Sie stellen sicher, dass der Kontakt hergestellt wird. Ich hoffe, das ist nicht gefährlich. Okay, wir können hier dieses Ding bewegen. Aha, wir müssen hier scheinbar ganz vorne durch. So, der erste. Wo können wir denn da runter? Da müssen wir wahrscheinlich hier. Aha. Also hier springt der runter. Aha, da fällt er wieder lang. Und komm. Nein, 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 nein. Ah, okay. Also hier. Zack, zack, zack. Und da haben wir's. Es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Jawohl. Gerade so. Offen. Gehen wir runter. Seien Sie vorsichtig. Laut Ihrem Kollegen sind die Flints nicht mehr in Ihren Zellen. Wir wurden für Zwischenfälle wie diese ausgebildet. Und wir sind bewaffnet. Helfen wir Ihnen, Watson. Ich bin mal gespannt, was die Knastbrüder gerade machen. Die Lage hat sich wieder normalisiert. Danke für Ihre Hilfe, Gentlemen. War uns ein Vergnügen. Aber wo ist O'Sullivan? Er ist nicht mehr da. Hat wahrscheinlich den Besuchereingang benutzt. Ja, und wahrscheinlich ist er erleichtert, dass er aus dem Untergeschoss rausgekommen ist. Gut, wir müssen jetzt alle Zellen vermutlich überprüfen. Ist das Standardprozedere nach einem Alarm. Wir kommen mit und helfen Ihnen. Sie sind ganz offensichtlich ein Experte im Zeitverschwenden, mein werter Freund. Treffen wir uns am Eingang, wenn Sie fertig sind. Ja. Wir gucken hier nochmal eben kurz. Also, was haben wir denn hier? Die Tür ist offen. Alarm! Alles in Ordnung. Er ist unter seiner Decke. Noch. Wie kann er bei dem ganzen Lärm nur schlafen?
Zugegeben, normal ist das nicht. Vielleicht hat der Rauch ihn vergiftet. Ich sehe mir das lieber mal genauer an. Seien Sie vorsichtig, Doktor. Er ist gefährlich. Dann schauen wir mal. Nicht, dass er das Bett irgendwie ausgepolstert hat. Oh, Sullivan! Das ist O'Sullivan. Er war doch gerade eben noch bei uns. Oder aber, es war nicht O'Sullivan. Mein Gott, er ist geflohen. Der Rattentöter ist geflohen. Tja, was machen wir nur? Dann sollten wir mal möglichst schnell zum Eingang zurücklaufen, ne? So. Ah, die Tür geht natürlich nicht auf. Dann müssen wir hier rum. Jawohl. Und die hier auch einmal aufmachen. Und dann schauen wir mal zum Eingang. Da wartet auch schon der Herr Holmes auf uns. Holmes, da sind Sie ja. Hans ist geflohen. Ich fürchte, diese Ermittlungen entpuppen sich für uns als bittere Niederlage. Ganz und gar nicht, mein lieber Freund. Im Gegenteil. Folgen Sie mir. Okay, der Holmes hat doch irgendwas... Was zum Teufel machen wir hier bei der Gefängnismauer? Wir haben eine Verabredung, Watson. Eine Verabredung. Na gut, dann schauen wir mal. Da hinten, das ist wahrscheinlich Sehen jetzt der Sie, Schielmann. Der auf uns wartet. Jawohl, das Schielmann. Ist Schielmann. Ich gehe zurück und alarmiere die Wärter. Nur die Ruhe, er ist harmlos. Aber was macht er hier? Warum ist er nicht weggelaufen? Weil ich ihn gebeten habe, es nicht zu tun. Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihm geholfen haben zu fliehen? Kann man so sagen. Alleine hätte er es nicht geschafft. Aber wie? Und warum? Er ist ein gefährlicher Irrer. Holmes, Sie haben mich bei diesem Ausbruch zu einem Mittäter gemacht. Ich verlange eine Erklärung. Und die werden Sie bekommen. Aber zunächst muss ich unseren neuen Freund an einen sicheren Ort bringen. Es wird nicht lange dauern. Ich stoße später wieder zu Ihnen. Sagen Sie mir, wo ich Sie finden kann. Wie Sie meinen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Zweifeln Sie etwa daran? Hier, nehmen Sie diese Notizen. Sie werden sich bestimmt als nützlich erweisen, wenn Sie Ihren Bericht über unseren Besuch im Westgate-Gefängnis schreiben. Also, wo finde ich Sie? Tja, Erfolg freigeschaltet, Gefängnisausbruch und hier bleibt uns als Antwortmöglichkeit nur die Baker Street. Ich denke, es wäre wohl am besten, in die Baker Street zurückzukehren. Gut, wir sehen uns später dort. Tja, was Holmes aus seiner Mithilfe bei Hans Schielmann Ausbruch zu sagen hatte, war so außergewöhnlich, dass ich unser darauffolgendes Gespräch Wort für Wort festhalten möchte. Ich sah meinen Freund an, wie unruhig er innerlich war. Dennoch schilderte er mir nicht sofort die Einzelheiten zu dieser unglaublichen Tat. Erst später erzählte er mir von Hans Schielmanns Füllfederhalter. Dies waren seine Worte. Also, wer das hier lesen möchte, ich lasse das hier mal ein paar Sekunden stehen. Dann habt ihr die Zeit, hier einmal kurz auf Pause zu gehen und dann könnt ihr das einmal durchlesen. Dann brauche ich das jetzt nicht alles vorlesen. Also, das hier sieht aber interessant aus, zu dem Ausbruch. Mein erster Schachzug war es, den Direktor davon zu überzeugen, dass Schielmanns Zelle durchsucht werden müsse. Ich warf also Schielmann den Ball zu, indem ich ihm die Gelegenheit gab, Wärter James mit seinem Gift willenlos zu machen. Er hat sich die Chance nicht entgegenlassen. Er schmierte die Gitterstäbe seiner Zelle mit der vergifteten Tinte ein und Wärter James fasste sie beim Öffnen der Zellentür an. Schielmann nutzte diesen kurzen Moment, um dem willenlosen Wärter zu befehlen, ihm den Schlüssel auszuhändigen. Nun war ich wieder an der Reihe. Ich musste einen Weg finden, um Wärter O'Sullivan außer Gefecht zu setzen. Laut Miss Patterson Schichtplan, den wir zuvor gefunden hatten, wurde O'Sullivan dem Hochsicherheitstrakt zugeteilt. Ich muss zugeben, dass mir der junge Wärter unfreiwillig geholfen hat, indem er mich bat, etwas ins Gästebuch des Gefängnisses zu schreiben. Ich ließ die Ereignisse noch einmal Revue passieren und merkte, dass Holmes bereits etwas ins Gästebuch geschrieben hat, bevor er Schielmann seinen Füllfederhalter zurückgab. Etwas überheblich erwiderte Holmes:
So, das lasse ich mal wieder so. Ihr könnt euch das alles durchlesen. Und ich lasse es jetzt erstmal aus Zeitgründen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ah, also war das alles für die Katz? Sie haben nichts gefunden. Sherlock Holmes ist überhaupt nicht cool, finde ich. Ich glaube, ich mag ihn nicht. Schaut, was ich gefunden habe. Lass das. Wir mögen ihn zwar nicht, aber das muss nicht sein. Gib das zurück. Ach, der arme Holmes. Ist doch nur eine Puppe. Das ist der Speicher von Sherlock Holmes. Muss alles ihm gehört haben. Ich will wissen, wie es weitergeht. Lies weiter. Drei heiße Spuren und zwei Sackgassen. Der arme Neffe ist tot, aber Baines hat die Mörder des Bischofs. Jetzt fehlt nur noch der Hattentöter. Haben Sie ihn befragt? Nein. Darf ich fragen, wann Sie das zu tun gedenken? Sobald ich ihn gefunden habe. Was? Wollen Sie etwa damit sagen, dass er ein weiteres Mal entwischt ist? Ja, aber dieses Mal war es nicht Ihr Fehler und auch nicht meiner. Sie haben mich benutzt, Holmes. Ich habe unwissentlich einem der gefährlichsten Verbrecher des gesamten Königreichs zur Flucht verholfen. Also sagen Sie mir bitte, warum? Eine Erklärung würde nichts bringen, sondern nur zu weiteren sinnlosen Fragen führen. Haben Sie wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt, wo er sich verstecken könnte? Vergessen Sie Hans Schielmann für den Moment, Watson. Vertrauen Sie einfach darauf, dass sich alles so fügen wird, wie es soll. Auf jeden Fall hat sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet. Sehen Sie sich nur die Überschriften an. Alle Zeitungen berichten darüber. Und der Globe Explorer. Die Redakteure reiben sich sicher die Hände. Sollen die Hunde doch mit dem Rudel bellen, Watson. Aber wie konnte Farley so gut Bescheid wissen? Sehen Sie, er erwähnt sogar unseren Besuch in der Opiumhöhle mit allen Einzelheiten. Woher wusste er das alles? Lassen Sie mich mal sehen. Im Gegensatz zu Ihnen, Watson, glaube ich nicht, dass wir es hier mit Sackgassen zu tun haben. Uns fehlt einfach nur der Zusammenhang. Etwas oder jemand, wo alle Fäden zusammenlaufen. Und der mysteriöse Informant unseres Journalisten könnte dieser jemand sein. Sollen wir versuchen, seine Identität aufzudecken? Das ist zwingend erforderlich. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Wir müssen mit Mr. Farley reden. So, und die Avatar-Auszeichnung haben wir auch freigeschalten. Hier haben wir den Bericht aus dem Globe Explorer, der aktuelle. Ich lasse den wieder einmal kurz. Ich zeige euch den einmal wieder kurz, dann könnt ihr kurz Pause machen, wenn ihr den lesen wollt. Das ist die nächste Seite. Nee, Quatsch, Blödsinn. Das ist die nächste Seite. Und wieder eine Seite. Und das dürfte die letzte Seite gewesen sein. Na, wobei, eine haben wir noch. Und das war jetzt aber alles. So, dann geht's mal wieder zurück. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit unseren Ermittlungen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid beim Let's Play zu Das Testament des Sherlock Holmes. Bis dann.